Vielzahl von Punkten angesprochen worden. Meine Damen und Herren, wir haben am 5. Dezember den Tag des Ehrenamtes in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht können wir hier, die wir hier oben sitzen, auch von Ihnen Anregungen mitnehmen, wie wir versuchen können, hier in Neukölln, hier bei uns, diesen 5. Dezember in diesem Jahr, im Jahr 2000, mal ganz besonders herausgehoben zu begehen, um eben das zu veranstalten, was sich nicht einfordern und was sich nicht anordnen lässt, nämlich Dank und Anerkennung für die vielen, vielen Menschen, die ehrenamtlich hier bei uns im Bezirk Neukölln tätig sind. Vorhin hat mir irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die Frage gestellt, wissen Sie eigentlich, wie viel ehrenamtlich Tätige es im Bezirk Neukölln gibt? Nun, ich weiß, wie viel ehrenamtlich Tätige es im Bereich des Sozialamtes Neukölln gibt. Es wird auch sicherlich jemand wissen, wie viel ehrenamtlich Tätige es im Bereich des Jugendamtes gibt. Wir haben die Zahl der Freiwilligen Feuerwehr gehört. Aber ich glaube nicht, dass es eine Vorstellung darüber gibt, dass es eine Zahl darüber gibt, wie viele Menschen, von denen rund 320.000 Einwohner hier in unserem Bezirk, sich eben für das Wohl von anderen engagieren. Das wird vielleicht als erstes mal so ein klitzekleiner Auftrag an das Bezirksamt sein, diese Zahlen dann zu ermitteln. So, jetzt würde ich aber gerne Sie zu Wort kommen lassen, vielleicht auch mit Vorschlägen, was wir denn tun können am 5. Dezember mit Ihren Positionen. Bitte schön. Herr Fredersdorf, ich darf Sie noch mal ganz herzlich begrüßen vom Reichsbund hier von der Region Neukölln. Darf ich zunächst mal für die Einladung bedanken und darf ich auch bei Herrn... Frau Nolte, Sie haben ja darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, Menschen dauerhaft an Engagement zu bringen. Sie haben auch mit Recht gesagt, dass der neue Trend dahin geht, das Engagement auf Zeit zu pflegen. Hier steht eine große Chance für die Zukunft. Ist es aber nicht vielleicht auch eine politische Aufgabe, das Vereinsrecht mal zu entrümpeln, dass es leichter wird, einen Verein zu bilden, dass man auch Institutionen schafft, die dauerhaft sein können, die aber nicht so straff organisiert sein müssen, Verrechtlichung war gerade das Stichwort, und so die Leute auch die Chance haben, sich zu verstetigen. Und der zweite Punkt, der meiner Ansicht nach noch wichtig ist, Herr Scholz, die Vernetzung. Was passiert denn mit den Eltern, wenn die sporttreibenden Kinder in die Pubertät kommen und irgendwann sagen, ohne Papa und Mama ist das doch ganz schön? Das Engagement verpufft, wird nicht mehr nachgefragt. Das hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass viel zu sehr im eigenen Saft geschmort wird und dass man nicht versucht, Querverbindungen herbeizuführen, um Engagement auch in andere Formen überzuleiten. Hier sollte Offenheit miteinander gepflegt werden. Und der letzte Punkt, was macht man eigentlich an einem bestimmten Gedenktag, wenn man das Ehrenamt fördern will? Wir hatten gerade erst Muttertag, der findet schon lange statt, es gibt immer weniger Mütter. Vielleicht sollte man diesen Tag zum Anlass nehmen, mal zu fragen, was will man innerhalb eines Jahres geschafft haben, um das Ehrenamt attraktiver zu machen. Und der darauffolgende Gedenktag ist dann sozusagen der Tag, an dem man dann nachfragt, wie weit man mit seinen Zielstellungen gekommen ist. Das motiviert. Und einen neuen hinzufügen. Der eine aufzugreifende ist die Schule. Schule hat ja die Aufgabe, die Schüler auch zu sozialem Verhalten zu führen. Was ich aber vermisse in vielen Schulen, wenn ich es richtig beobachte heute, ist, dass Schüler auch dazu angeregt werden, A, Leistung zu erbringen und B, eben auch sich zu engagieren. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten, nicht nur in den Sportvereinen, noch an anderer Stelle. Und ich finde, das wird überhaupt nicht gefördert, ist meines Wissens auch so in den Lehrplänen, in den Inhaltsbeschreibungen dessen, was Lehrer den Schülern gegenüber erreichen sollen, gar nicht vorgesehen. Sowas kommt einfach gar nicht vor. Ich meine, hier sollte man versuchen, eine Änderung zu erreichen. Das geht nur mit der Lehrerschaft und den Eltern, aber ich vermisse auch, abgesehen von unserer schönen Diskussion heute, Anstöße in dieser Richtung. Und das Zweite, was ich ansprechen möchte, ist Folgendes. Natürlich hat, ich glaube, das ist ein bisschen durchgeklungen heute, das Ehrenamt oder das persönliche Engagement, wie man es nennen will, verhältnismäßig wenig gesellschaftliche Wertschätzung. Und wenn man überlegt, wie kann man das ändern, gerade
hier in der Großstadt Berlin, dann fange ich an, die Großstadt Berlin im Dorf zu vergleichen. Da kennt jeder jeden. Da weiß jeder vom anderen, was der andere tut, und dementsprechend haben, jedenfalls in aller Regel, Leute, die sich engagieren, Ehrenämter übernehmen, auch eine entsprechende Wertschätzung. In der Massengesellschaft einer Großstadt fast unmöglich. Und deshalb meine ich, wir sollten doch mal darüber nachdenken, ob man Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, nicht viel stärker sichtbare Zeichen der Wertschätzung verleiht. Nun kann man nicht jedem das Bundesverdienstkreuz verleihen, das wäre dem Bundesverdienstkreuz nicht dienlich. Aber man kann ja sozusagen darunter etwas schaffen. Wir haben zum Beispiel einen Berliner Verdienstorden, der wird auch nur sehr spärlich verliehen, ist auch richtig so, hat ja eine gewisse Bedeutung. Aber so darunter, ja, Bezirksnadel haben wir auch in Neukölln, aber wer weiß schon, was das ist. Das heißt also, wir müssen irgendwelche Dinge schaffen, dass Leute mit Zeichen auf dem Revers oder an der Bluse herumlaufen können und jeder sieht, ach, der hat was bekommen dafür, dass er sich offensichtlich gesellschaftlich engagiert. Wir müssen das deutlich machen, anders, sonst ist meines Erachtens in einer Massengesellschaft eine höhere Wertschätzung für all die vielen, die sich engagieren, nicht zu erreichen. Ich denke, ein der entscheidende Punkt ist in der Tat die Bürokratie. Wir sagen alle Vereine, wenn Sie mal einen Fördermittelantrag stellen, dann kriegen Sie 5 Adressen, die haben 7 verschiedene Formulare, die Sie an 10 verschiedenen Stellen abgeben müssen. Und das blickt keiner mehr durch. Und ein kleiner Verein kann sich halt keinen hauptamtlichen Förderbescheid durch Fechter einstellen. Und das macht einen riesigen Leben. Wir gründen einen Verein der Selbsthilfe für Vereine für Förderanträge. Genau. Ich sehe dann übrigens schon Initiativen in dieser Richtung, die mich allerdings nicht erfreuen. Denn ich habe so Parteikollegen in anderen Fraktionen, die machen das sehr aktiv. Und das finde ich dann schon etwas betrüblich, wo man sich fragen kann, ob nicht durchaus Parteien für sich das als Aufgabe empfinden können. Zu sagen, wir sind Ansprechpartner, wenn es darum geht, Förderanträge zu stellen, wieder durchzufinden, Kontakte herzustellen. Dass man nur so als Idee, dass man da auch ein Stück weit Hilfestellung anbietet. Die Union, die jetzt von sich ja zu Recht sagt, mitten im Leben die Bürgerbüros schaffen will, die könnte das ja auch für sich als eine Aufgabe sehen. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Aufgabe an aktive Politiker zu sehen, ob man das nicht irgendwo vereinfacht bekommt. Nun liegt ein Problem in der Struktur der Sache. Wir sind föderal strukturiert. Es gibt viele Stiftungen, es gibt viele, die selber Geld zur Verfügung stellen für bestimmte Projekte. Jeder will sicher gehen, dass das Geld richtig angelegt wird, dass es nicht für irgendwelche zweckfremden Dinge verwendet wird. Und schon haben sie einen Mindestaufwand, wenn sie Geld zusammenbekommen wollen, an verschiedene Ansprechpartner, an dadurch verschiedene Formulare, an Nachweispflichten und vielen anderen Dingen. Ich habe damals für mein Haus mindestens hinbekommen, dass wir diese Jahresberichte einstampfen, dass wir das sein lassen, weil wir haben immer solche Pamphlete bekommen, die niemand im Haus gelesen hat. Also es war so ziemlich sinnlos. War auch keine Kontrolle möglich, weil das einfach die Zeit nicht erlaubt hat, das alles zu lesen. Und ich habe gesagt, es reicht doch, wenn wir straff einfach nebeneinander stellen, Zweck, Auftrag und was ist gemacht worden. Dann brauchen wir keine großen Jahresberichte mit Bilderchen und viel Text. Wir haben die Fördermittelanträge einheitlicher strukturiert und entschlackt. Und wir haben bei den Nachweisen auch pauschalierte Nachweise umgestellt. Und zum Teil haben wir Budgets zur Verfügung gestellt, die in einem gewissen Rahmen frei waren, ohne einzelne Nachweispflicht, um das zu erleichtern. Aber es hat natürlich haushaltsrechtliche Grenzen, weil sie eine bestimmte Nachweispflicht in der Tat brauchen. Mein Wunsch und Wille war, dass man es schafft, dass wenigstens auf Länderebene die Kreise vergleichbare Formulare verwenden. Dass da auch irgendwo eine Einheitlichkeit drin ist. Wir haben viel Bürokratie bekommen durch die 630-Mark-Geschichte. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ich denke, Herr Professor Scholz hat das Wesentliche dazu gesagt. Ein
einen schlechteren Gefallen als diese neue Regelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse hätte man im Ehrenamt nicht tun können. Und ich weiß auch nicht, wie man da rauskommen will. Wir stellen einen Antrag nach dem anderen. Wir haben einen neuen in Arbeit, der zumindest für das Ehrenamt bessere Wege finden soll, um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen. Wir haben im Moment noch nicht die Mehrheit, das ist ein bisschen unser kleines Problem an der Stelle. Wir haben auch Anträge gestellt, was die bessere Förderung vom Verein anbelangt, gerade was die steuerliche Berücksichtigung anbelangt, was die Rückstellungsmöglichkeiten für Vereine anbelangt, die Frage des Steuerrechts vom Verein selber. Die sind allesamt abgelehnt worden, wobei eigentlich vor nicht allzu langer Zeit solche Anträge von einer Seite da lagen. Also eigentlich hätten wir dafür Unterstützung kriegen müssen. Aber Gott ist gnädig, er schenkt dem, der viel verspricht, ein kurzes Gedächtnis. Vereinsrecht entrümpeln. Auch das ist für mich so ein Wunderpunkt. Natürlich könnte man dort manches machen. Wir haben zumindest im Bereich Stiftung einen sehr weitgehenden Vorschlag eingebracht, unser Stiftungsrecht zu modernisieren, um eine großzügigere Förderung über Stiftung möglich zu machen, vor allem die Bereitschaft zu erhöhen, privates Vermögen in Stiftungen hineinzugeben. Auch steuerrechtlich sind da viele Problemstellungen bislang. Auch damit sind wir nicht durchgekommen. Obwohl es eine Initiative auf der SPD gab, die zumindest in Teilen Stiftungsrecht Erleichterung schafft, bei den Vereinen sind wir noch nicht angekommen. Ich nehme diese Anregung mit auf. Ich denke mal, das ist eine Aufgabe mit der Enquete-Kommission, solche Fragen zu begutachten und dort Alternativvorschläge zu machen. Das Gleiche geht auf die Schule, wobei ich glaube, da muss man mehr die Länder fragen. Ich denke, da sind vielleicht der ein oder andere da. Ich habe bei sowas mal ein bisschen Angst, weil wir sind so ein bisschen sprachlos, wenn wir merken, dass die Familien die klassischen Aufgaben nicht mehr leisten, die Familien leisten müssen. Und dann fällt uns als nächstes der Lehrer ein, der das alles zu leisten hat. Und der Lehrer steht inzwischen im Kopf, weil die Schulklassen größer werden, die Kinder aus problematischeren Familien kommen, die Stundenzahl wird höher, die Schulausstattung wird schlechter. Also ich will nur auch eine Lanze für Lehrer brechen, die in Teilen sehr engagiert ihre Arbeit machen möchten, aber zum Teil vor ganz anderen Hindernissen steht. Aber sie haben auf der anderen Seite trotzdem recht. Ein engagierter Lehrer ist schon allein durch das Tun Vorbild und kann damit Anstöße auch für die Generation geben. Und ich wünsche mir, dass sowas mehr in der Lehrerausbildung thematisiert wird. Dass die Persönlichkeit des Lehrers vor allen Dingen prägt und erzieht. Das, was er da steht. Was die Anerkennungszeichen anbelangt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich habe das nicht ohne Grund angesprochen. Wenn der Bürgermeister seine Ehrenamtlichen einmal im Jahr einlädt und sie wirklich Herr sein lässt, dann tut er etwas verdammt Gutes. Beim Sport haben wir es ja. Das heißt, man sieht keiner. Das muss sichtbar werden. Ja, auch diese Auszeichnung, da würde ich sagen, auch das muss, das muss sehr vorsichtig behandelt werden in der Art, dass sie nicht jedem einen Gefallen damit tun. Also bei den Frauenorganisationen bekommen sie daraufhin immer eine böse Reaktion. Die wollen das nicht und die fühlen sich dadurch auch eher so als billiger Jakob. Jetzt hat er, haben wir mal ein kleines Anerkennungszeichen. Während andere Gruppen, gerade auch ältere, das sehr, sehr wohl akzeptieren. Ich weiß nicht, ob die Jugendlichen so scharf drauf sind, mit so Sternchen am Revers, was sie gar nicht tragen, rumlaufen können. Aber ich finde bei Jugendlichen beispielsweise, wenn die mal ein attraktives Dankeschön bekommen, dass sie vielleicht mal in den Reichstag dürfen oder mal sonst wo einen Tag das Rathaus stürmen oder was weiß ich. Man kann das machen. Man kann das machen. Vielen Dank, Frau Neute. Bürokratie, das war ein Schwerpunkt auch Ihrer Antworten. Herr Professor Scholz, haben wir zu viel Bürokratie sicher, haben wir auch zu viele Gesetze? Ja, wir haben beides. Das ist ja die deutsche Krankheit, die ganze allgemeine deutsche Krankheit. Nicht wir Deutschen haben ja, sind ja immer die, ich bin ja Juristen, da muss ich gar nicht so selbstkritisch sagen, Deutsche regeln alles perfekt. Wir haben einen Gesetzes- und Regelungsperfektionismus, der ist unschlagbar.
Wir sind dabei, sogar die Franzosen, das klassische Land der Bürokratie zu überholen. Das, wie gesagt, war jetzt allgemein vorweg. Aber ich will ein Beispiel, das mir vor einigen Wochen begegnet ist, hier in Berlin, was genau in diese Thematik reinpasst. Ich will Ihnen den Fall mal kurz erzählen. Eine Ballerina, die ausgeschieden ist, also aus ihrem aktiven Lebensdasein, im Beruf und jetzt eben Rentnerin ist, hat in ihrer Umgebung eine Menge kleiner Mädchen, die alle also unheimlich gerne, sie hat das angeboten, ihr Ballettunterricht geben. Ballettunterricht unentgeltlich. Sie hat gesagt, das mache ich riesig gerne. Und dann hat sie sich auf eigene Rechnung umgesehen, ob sie irgendwo einen Raum findet. Und sie hat einen Raum gefunden, in einem stillgelegten Fabrikgelände hier in Berlin. So, und dann ging das los. Und da haben eine Menge Eltern ihre Töchter hingeschickt. Da ein Mädchen da hingeschickt. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt das zuständige Bezirksamt. Kriegt Wind von der Sache. Er soll sofort eine Untersagungsverfügung erlassen. Denn es seien ja gar nicht in diesen Räumen die nötigen Unfallschutzvorschriften gewahrt. Es ist auch, und das macht die Sache fast grotesk, da ist irgendwie so, da war so eine kleine Treppe, die so eine Stiege, wo man so hochgehen musste, aber natürlich für junge Menschen, kleine Ballettratten, wirklich kein Problem. Diese Treppe muss erstmal behindertengerecht umgebaut werden. Das waren nur die beiden Punkte jetzt, die da. Ernst, das ist kein erfundener Fall, das ist keine Karikatur. Und dann hat sie gesagt, das kann ich nicht bezahlen. Ich mache das hier unentgeltlich. Also ein klassischer Fall im Grunde von dem, was wir hier unter Ehrenamt und bürgerlichem Engagement sehen. Die Dame hat leider aufgeben müssen. Meine Damen und Herren, sie hat aufgeben müssen. Aus meiner Sicht ein kleiner, aber absolut evidenter Skandal. Das Bezirksamt hatte dieser Frage nicht nachgegeben. Der wird selber eingeschaltet, es hat nicht nachgegeben. Und das scheint mir ein typischer Fall aber zu sein, insofern. Wir haben natürlich zu viele Gesetze, das ist ein allgemeines deutsches Problem, wie ich gesagt habe. Aber es gibt ja in den Exekutiven auch Spielräume. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man Gesetze anwendet. Und ich meine, das ist doch, wenn ich bloß diese Groteske nehme, wirklich nur außerordentlich gelenkige junge Mädchen, die da Ballettunterricht nehmen, dass die eine behindertengerechte Treppe haben müssen, ist das so absurd, wie gesagt. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe natürlich von der Politik in Gemeinden und so weiter, hier, wenn ich es jetzt auf Berlin projiziere, wenn im Bezirksämter sowas passiert, dem muss man auf die Füße treten. Dem muss man wirklich auf die Füße treten. Ich habe es hier versucht, ich lasse auch nicht locker an der Sache im Übrigen, sage es auch nicht zu Ende. Aber, und ich finde, da müssen Sie uns auch dann in solchen Fällen, also jetzt, wenn ich jetzt uns sage, der Politik, kommen Sie mit solchen Sachen, wenn Sie auf solche Dinge stoßen. Was Überbürokratisierung, Überregulierung im Ergebnis also manchmal sogar Schikane werden kann. Dagegen muss man vorgehen und ich denke, so schlimm sind die Gesetze auch nicht, dass sie nicht immer für eine vernünftige, einsichtige Verwaltung Spielräume geben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist eine Frage, die ich jetzt in einer halben Minute beantworten soll. Kam mir so bei den Friedersdorf aus. Da ist durchaus was dran. Das hängt mit unterschiedlichen Orientierungen zusammen. Das hängt damit zusammen, also ich war lange Zeit an der Fachhochschule für Sozialarbeit, wo indirekt vermittelt wurde, dass ehrenamtlich Tätige eigentlich, Arbeitsplätze von hauptberuflich Tätigen bedrohen. Und dass man versuchen muss, deshalb das zu verhindern. Zweitens, das hatte ich vorhin schon kritisch angemerkt, auch in der Politik wird manchmal nicht unbedingt gezielt, sondern eher unfreiwillig, unbewusst der Eindruck vermittelt, ehrenamtliche Tätigkeit ist sozusagen die billigere Alternative zu professioneller Arbeit. Das führt dann zu Abwehrreaktionen. Das sind also sehr komplizierte Prozesse. Ich hatte ja vorhin angesprochen, aus meiner Sicht haben wir, und ich rede jetzt
primär für Wohlfahrtsverbände in den letzten Jahrzehnten, auch auf dem Hintergrund reichlich vorhandenen Geldes, viele Dinge zu Recht professionalisiert, ohne genau darauf zu gucken, inwieweit notwendige und sinnvolle Verknüpfungen mit bürgerschaftlichem Engagement erhalten werden können. Und da müssen wir meines Erachtens wieder Zugänge und Freiräume innerhalb unserer Institutionen schaffen, dass Ehrenamtliche sich auch engagieren können. Eine Bemerkung zur eben diskutierten Bürokratie. Ich habe auch über vergeblich versucht, dagegen anzukämpfen. Ich habe in gewisser Weise die Hoffnung aufgegeben, im Frontalangriff Bürokratie zu beseitigen. Ich halte es für erfolgversprechender, gerade wenn es um Dinge geht wie Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement, weil die in der Regel nicht die Puste haben, 2 Jahre sich mit der Bürokratie auseinanderzusetzen, sozusagen Umwege zu finden. Beispiel Auslagenersatz. Das ist vielfach gefordert worden. Was ist daraus geworden? Auch sozusagen unter dem wachsamen Auge des Rechnungshofes. Verwendungsnachweise ellenlang, die nur hochprofessionalisierte, leitende Mitarbeiter der Verwaltung hätten ausfüllen können. Und natürlich jeden Ehrenamtler abschrecken. Dann zu fordern, von diesem Unsinn zu lassen, ist völlig vergebliche Liebesmühe, weil sofort irgendeiner in der Hierarchiestufe oder beim Rechnungshof den Mitarbeitern auf die Fingerklopfbremse 50 Mark im Monat so auszahlen, sozusagen ohne Verwendungsnachweis. Sinnvoller ist es dann meines Erachtens zu sagen, wir zahlen eine Prämie für den Ehrenamtler an einen Verein, der den identifiziert und der Verein kann damit machen, was er will. Nämlich beispielsweise Auslagenersatz zahlen, dann läuft es anders. Also man muss solche Auswege finden, Umwege finden. Noch eine Bemerkung zur Anerkennung, was Sie angesprochen hatten, zu Recht. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich als Geschäftsführer ein bisschen darüber mokiert habe, dass ab und zu im Verband die Diskussionen hochkamen, wir sollten doch vielleicht für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeit und andere Tätigkeiten eine Ehrennadel oder Ähnliches schaffen. Das Ding ist sozusagen das Gold, was zumindest in der Urkunde steht, wert. Weil wir sind inzwischen dazu übergegangen, regelmäßig bei unseren Mitgliederversammlungen zwischen 10 und 20 Persönlichkeiten, Personen zu ehren, die sich über lange Zeit sehr intensiv in herausragender Stellung, wobei das alternativ gemeint ist, nicht kumulativ gemeint ist, ehrenamtlich engagiert haben. Und denen ist es wichtig und tut es gut, sozusagen vor versammelter Mannschaft geehrt zu werden, anerkannt zu werden. Darum geht es. Gut, dass Ihnen gedankt wird, dass Ihre Leistung, Ihr Engagement anerkannt wird. Und wir müssten das und können das ohne großen Aufwand auf viel breiterer Front durchführen. Das muss nicht der regierende Bürgermeister, der Bürgermeister des Bezirks oder sonst irgendjemand sein. Das kann und muss auch auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden und muss sozusagen ein durchgängiges Gefühl sein. Ich möchte mal mit einem ganz kleinen Irrtum aufräumen. Es wird gemacht. Es werden jedes Jahr seit 4 Jahren am 3. Dezember werden 14 Personen bis 15 Personen im Land Berlin geehrt mit einer Urkunde und mit einem Bärchen und einem Blumenstrauß. Das ist von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Frau Hübner eingeführt worden und ich hoffe, dass auch die jetzige Senatorin es weiter fortführen wird. Also Herr Giesel, Ihre Anregung ist schon aufgenommen worden. Die Politik ist schneller als ja, ein Bärchen zum Anstecken. Ja. Schade, dass man das nicht kennt, denn wenn man das nicht kennt, kann man auch keine Wertschätzung haben. Es ist zwar auch in der Presse sehr oft drüber berichtet worden, die Personen wurden jedes Mal vorgestellt, also wie gesagt, die Politik ist schneller, als Sie denken. Dankeschön. Danke, Frau Herrmann. Aus der Diskussion her sind Verantwortlichkeiten für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen, will ich mal sagen, hier deutlich geworden. Für die Familie. Denn ich denke, nur in der Familie kann man ein Gefühl dafür bekommen, was Zusammenhalt bedeutet. Nur in der Erziehung selber kann man Verständnis dafür bekommen, was es heißt, Toleranz, Rücksichtnahme, Verantwortung für andere,
zu übernehmen. Die Schule muss das dann weiter transportieren. Das ist auch zu Recht hier deutlich geworden. Die Politik trägt viel Verantwortung in dem Bereich zu vieler Gesetze. Wir haben oftmals einen Kontrollstaat, also oftmals wird mehr Kraft und Energie darin gesteckt, etwas zu kontrollieren, anstatt es zu befördern und zu fördern. Ein anderer Bereich, so will ich das mal sagen, der ist jetzt hier in der Diskussion zwischen Herrn Giesel und Frau Herrmann deutlich geworden. Und zwar ist das die Verantwortung der Medien. Die Verantwortung, die meines Erachtens nach kann man das Verantwortung nennen, die Zeitungen und die anderen Medien in unserer Gesellschaft haben, um einfach in der Öffentlichkeit über die unterschiedlichsten Formen des ehrenamtlichen Engagements immer wieder zu berichten. Die Berliner Morgenpost ist da jetzt zurzeit eine rühmliche Ausnahme, ich will hier keine Werbung machen, die bringt jeden Sonntag im Moment einen großen Artikel über irgendeine andere Sparte ehrenamtlichen Engagements. Und ich glaube, die Berliner Morgenpost engagiert sich auch zusammen mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband in einer großen Ehrenamtsdiskussion aus Anlass des 50. Geburtstages des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Sie haben alle eine Einladung auf Ihrem Tisch liegen. Eine Frage hatte ich vorhin formuliert, und zwar die Frage, 5. Dezember 2000, Tag des Ehrenamtes in diesem Jahr. Was sollen da in Neukölln mal anderes passiert. In so einem Zwiegespräch zwischen dem Professor Brauns und mir haben wir uns ein bisschen geeinigt, wir schätzen zwischen 20.000 und 30.000 ehrenamtlicher Bürger oder ehrenamtlich tätiger Bürger wird es in Neukölln schon geben. 20.000 bis 30.000 Menschen. So, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen, Herr Pikarski, Sie haben noch eine Anmeldung. Nein, von mir gegründeten Verein. Vorstellen, das ist die Aktion Hilfe für mittellose Kranke, bedeutet, dass es alles Tod- und Schwerstkranke, insbesondere Kinderpatienten aus dem osteuropäischen Raum sind. Dafür habe ich, und da möchte ich an Herrn Kreders noch anknüpfen, was er gesagt hat, er selber hat sehr viel Geld investiert, das sind so 300.000 Mark, die ich in 24 Jahren so erarbeitet und angelegt und gespart hatte, das habe ich selber investiert, um Tod- und Schwerstkranken, wo keine Spinnen gekommen sind und die schnellstmöglich behandelt werden mussten, das Leben zu retten. Das ist mir insofern auch gelungen. Ich würde gerne noch einige Punkte loswerden. Wir sind hier auf einer Veranstaltungsreihe in der Kölner Gespräch getragen und unterstützt von Ortsverbänden innerhalb der CDU Neukölln. Und wen verwundert es darin, eben ganz besonders das Union-Hilfswerk als Herzleger. Sie finden dort an den Ständen des Union-Hilfswerks auch Eintritts- und Aufnahmeformulare. Schauen Sie sich die einmal näher an. Dort ist eine Organisation, in der Sie sich wirklich ehrenamtlich engagiert einbringen können. Ich denke, für jeden gibt es da etwas, gibt es irgendeinen Bereich, in dem man selbst anfassen, anpacken kann. Ich denke, die Aufgabe, ehrenamtliches Engagement in dem Ansehen in der Gesellschaft wieder zu verbessern, sollten wir nicht nur in Festtags- und Feiertagsreden deutlich machen, sondern einfach selber mit anpacken, zufassen, sich selbst auch einbringen, etwas versuchen. Ich gucke mich hier um, ich glaube, ich sehe hier fast niemanden unter uns, der sich nicht ehrenamtlich engagiert. Da darf ich auch nochmal auf die, ich glaube, 2,4 Millionen Menschen sind es. Herr Bubik weiß die Zahl besser. Der Menschen, die sich in politischen Parteien ehrenamtlich in politischen Parteien organisieren. Und politische Parteien sind, das wissen Sie alle, das kann man aber trotzdem nicht oft genug sagen, wirklich die Grundlage auch für unsere Demokratie. Es sind viel zu wenig, es müssten sich viel mehr Leute engagieren, denn wir können ohne politische Parteien, auch wenn sie das ein oder andere Mal dann in der Kritik stehen, sicherlich nicht verzichten. Es gibt im Bezirk Neukölln eine Initiative, Big Ben. Wir sind jetzt zwar in Deutschland, aber Big Ben steht für Büro der Interessensgemeinschaft für bürgerschaftliches Engagement und Nachbarschaftshilfe. Und ich will Ihnen mal so ein bisschen was zu diesem Big Ben erzählen. Als die Claudia Nolte im Vorfeld der Bundestagswahlen im Jahre 1998
schon mal bei uns in Neukölln war und einen Vortrag gehalten hat im Rathaus Neukölln. Ist in der CDU-Fraktion, in der BVV-Fraktion und bei mir selber damals auch die Idee gekommen, das haben wir hier noch nicht. Wir haben noch kein Ehrenamtbüro für den Bezirk Neukölln. Der Bezirk Neukölln, 320.000 Menschen. Nun ist es vielleicht ein bisschen traurig, dass von Mitte 98 bis die Auftaktveranstaltung ist nun am 29. Juni 9 Uhr im Jahr 2000. Aber es ist immerhin passiert und es ist nie zu spät und ich freue mich eigentlich darüber, dass dieses Engagement jetzt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband im Haus des älteren Bürgers getragen wird und man so versuchen will, im Bezirk Neukölln eine Anlaufstelle für all diejenigen, die sich zum Wohle anderer einbringen wollen, zu schaffen. Von daher kann ich Ihnen allen nur Big Ben ganz, ganz herzlich ans Herz legen und bei Big Ben weiß man eben, was die Zeit geschlagen hat. Dann habe ich schon hingewiesen auf die Jubiläumsveranstaltung im Namen von Professor Braun, darf ich diese Einladung nochmal aussprechen, für den 20. Mai, 50 Jahre Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband. Ein interessantes Programm, schauen Sie sich das einmal gut an. Und dann haben wir vorhin eine Frage aufgeworfen hier in dieser Runde. Und diese Frage beschäftigte sich, ich muss es jetzt nochmal wiederholen, mit dem 5. Dezember 2000. Wenn der ein oder andere von Ihnen, wenn er jetzt heute Nacht an diese schöne Veranstaltung und an diesen schönen Abend zurückdenkt und dann doch noch die ein oder andere Idee hat, unsere Nummern sind, denke ich, bekannt und sonst können wir sie nachher auch nochmal austeilen, wenden Sie sich bitte an uns. Und wir werden dann mit Ihnen in der Diskussion bleiben und versuchen, das in diese Vorschläge umzusetzen. Dann gibt es jetzt an mir mich nochmal bei den Organisationen, die hier ihre Arbeit ausgestellt haben, ganz, ganz herzlich zu bedanken. Ich möchte Sie auch alle bitten, sich das nochmal genauer anzugucken, das einen oder anderen Augenblick zu verweilen und einfach mal auf die schönen Fotos zu der DLRG zum Beispiel zu blicken und zu schauen, wo denn dieses Engagement da steckt. Ich bedanke mich ganz besonders bei unseren Gastrednern, bei Frau Claudia Nolte, bei Herrn Professor Scholz und bei Herrn Professor Brauns. Vielen Dank, dass Sie uns so einen so interessanten und ich denke mal lehrreichen und nachdenkenswerten Abend gestaltet haben. Im Namen der CDU Gruppestadt, der CDU Herfeldplatz, der CDU Rudow möchte ich Ihnen allen für Ihren Besuch danken. Und natürlich unserem Bundestagsabgeordneten, der hier für dieses Ganze so gerade stehen muss. Herzlichen Dank. Beifall, Frau Masseter, habe ich gerade gehört, aber das ist eine Art, die ich durchaus habe. Ich wollte Folgendes noch sagen, weil das mir eigentlich durchaus ein Anliegen. Nicht, dass man nur für seine eigenen Dinge wirbt. Wir haben ja seit Anfang des Jahres ein Bürgerbüro gegründet, auch in einer freiwilligen Initiative. Und wir versuchen in diesem Bürgerbüro natürlich, erstens dies bekannter zu machen, zweitens den Menschen zu helfen. Und da kommen wir genau auf den Punkt, Ehrenamt. Ehrenamt kann nur das leisten, wo sich Menschen zur Verfügung stellen, etwas zu tun, für andere etwas zu tun. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit hier für nutzen, dass diejenigen, die bereit wären, in diesem Büro etwas mitzuarbeiten, die vielleicht auch die ein oder anderen Fachkenntnisse einbringen. Von Holter hat vorhin eine sehr gute Bemerkung gemacht, dass die Parteien vielleicht behilflich sein könnten bei dem einen oder anderen, was an bürokratischem Fuß nicht so schnell beseitigt werden kann, wie wir uns das heute Abend hier alle gewünscht hätten, dieses zu bewältigen. Und sie hat eben zu mir gesagt, ja, drüben in den neuen Bundesländern, das drüben hört sich von hier immer so ein bisschen komisch an, aber wir sind ja nun mal sehr stark himmelsrichtungsorientiert. Für Berliner gibt es nur Osten und Westen, egal ob das München oder Hamburg ist, alles liegt im Westen. Also deshalb ist es drüben auch so eine Sache noch von, ja, liegt eigentlich für uns mehr im Osten, aber das ist nur ein, aber ich will auf einen ganz anderen Kern kommen.
Frau Neute sagte, die PDS gründet zurzeit unglaublich viele dieser Bürgerbüros. Und natürlich hat sie einen ganz großen eine Organisationsdichte, die eine Betreuung der Leute in einem Umfang möglich macht, die sie fast schon etwas von einer politischen Partei abtrennt, aber natürlich nachher der politischen Partei wieder zugutekommt. Und sie nutzt für diese Bürgerbüros natürlich das große Potenzial an Menschen, die wir, das hat sie nicht gesagt, aber ich sage, die wir dann vorzeitig in den Altersruhestand geschickt haben, aber die noch rüstig genug sind, durch das vom Staat ermöglichte frühere Ausscheiden aus dem Arbeitsleben dieser Arbeitskraft denn der PDS und den Bürgerbüros zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht meine Werbung, aber meine Werbung ist einfach, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir auch das dementsprechende Mittun haben und möglichst viele Menschen haben, die mitmachen. Und man hat, jetzt bin ich dich etwas weg vom Ehrenamt, aber ich möchte das trotzdem nochmal sagen, weil es mir mein Herzensanliegen gewesen ist. Und ich sage das mal völlig unabhängig von den Parteien. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Wenn 2,4 Millionen Menschen sich insgesamt in allen Parteien in Deutschland daran beteiligen, dann werden wir erleben, dass diese Demokratie, dieses Repräsentative für sich nicht mehr in Anspruch nehmen kann, weil zu wenig Menschen bereit sind, sich daran zu beteiligen. Und eigentlich alles, was über das Ehrenamt gesagt worden ist, passt auf die Partei hundertprozentig. Die Leute sollen ihre Zeit mitbringen, sie sollen ihr Geld mitbringen und sie dürfen einem im Prinzip nichts erwarten. Das ist vielleicht etwas vereinfacht dargestellt. Sie macht eine tolle Werbung. Ja, ich finde immer, ich habe damit viel Erfolg gehabt. Ich finde, es ist immer gut, dass man den Menschen ehrlich sagt, was sie erwartet. Und wenn sie sich trotzdem denn entscheiden, dort mitzumachen, dann ist es eigentlich sehr, sehr gut und dann ist es auch dauerhaft. Ich werbe keine Menschen für die Partei zum Beispiel in der Kneipe, weil ich sage, was die heute Abend sagen, das fällt die morgen früh schon nicht mehr ein, weil das letzte Bier schlecht war. Also deshalb soll man das, aber nehmen Sie es alles ein bisschen scherzhaft, was ich sage. Und dazu passt denn natürlich, was Frau Neute gesagt hat, passt natürlich auch meine letzte Bemerkung. Wenn wir am 5. Dezember uns etwas einfallen lassen für das Ehrenamt, dann sollte es ein fröhlicher Abend werden. Es sollte nicht die Probleme der Dinge hervorkehren, weil bei so einer Diskussion kommt man leicht immer auf die Idee zu sagen, ja, das ist so schwierig und da stehen keine Leute zur Verfügung und so weiter. Also wenn wir für den 5. Dezember etwas machen, dann sollte das fröhlich sein und sollte den Leuten Mut machen, mitzumachen und nicht die Probleme aufweisen, die man ihnen doch wieder auf den Weg geben kann. Dadurch fühlen die Leute sich dann vielleicht doch durchaus abgeschlossen. Und da sie alle so nett waren heute, aber wir nicht jedem einen Blumenstrauß überreichen können, möchte ich gerne Frau Neute für alle, ja, ein bisschen Verantwortung muss schon sein, einen Blumenstrauß überreichen, mich herzlich bedanken, dass Sie, Hubert Scholz, der Herr Professor Brauns, aber auch Sie alle hierher gekommen sind, weil Ihnen das Ehrenamt wichtig ist. Und wenn wir das versuchen, in der Gesellschaft etwas stärker noch zu verbreiten und dieser Abend einen Anstoß dazu gegeben hat, dann war dieser Abend ein großer Erfolg. Recht herzlichen Dank.